Letzte Woche haben wir euch etwas über die Geschichte von Blizzard erzählt. Dieses Mal erzählen wir euch etwas zu einigen Spielen und vor allem wir reden über den Kultfaktor Blizzard. Herzlich willkommen zu Blizzard Nerdschule Teil 2. WoW ist das beliebteste MMORPG der Welt mit aktuell ca. 7 Millionen Abonnenten. Seit 2004 ist es möglich, in die Welt von Azeroth einzutauchen. Auf der Seite der Allianz oder der Horde questet, levelt, craftet oder kämpft man in der bunten Welt. Es gibt insgesamt 13 Rassen. Auf der Seite der Allianz gibt es die Menschen, Nachtelfen, Zwerge, Gnome, Draenei und Worgen. Die Horde besteht aus den Rassen Orks, Trolle, Untoten, Tauren, Goblins und Blutelfen. Mit dem Add-on Mists of Pandaria kamen noch die Pandaren hinzu, welche vorerst neutral sind. Man kann sich am Ende einer Questreihe auf der Heimatinsel der Pandaren für eine der beiden Seiten entscheiden. Zusätzlich zu der großen Auswahl verschiedener Rassen gibt es noch das umfangreiche Klassensystem. Wenn ihr zu Beginn des Spiels euren Charakter erstellt, müsst ihr euch nämlich dafür entscheiden, welche Rolle ihr im Kampf übernehmen werdet. So gibt es da die Auswahl zwischen Paladinen, Hexenmeistern, Magiern, Priestern, Krieger, Schurken, Jäger, Schamanen, Druiden, Mönchen und Todesrittern. Einige auf jeden Fall. Jede Klasse spezialisiert sich auf einen Kampfstil, welcher durch das Leveln bis Level 90 immer weiter verbessert wird. Habt ihr also endlich euren Charakter erstellt, geht es darum, in Stunden über Stunden euren Charakter dank Quests auf ein Maximallevel zu bringen. Ihr könnt neben der Questerei aber noch einigen anderen Tätigkeiten nachgehen. Es gibt zusätzlich zum Rassen- und Klassensystem die Möglichkeit, Berufe auszuüben. Das heißt jetzt nicht, dass ihr feste Arbeitszeiten habt, nee. Ihr könnt ganz gemütlich, während ihr durch die Welt lauft, verschiedene Rohstoffe finden, welche ihr mit bestimmten Berufen weiterverarbeiten könnt. So findet ihr zum Beispiel immer wieder abbaubare Gesteinsvorkommen, welche ihr mit Bergbau abbauen könnt, oder Gegner lassen Stoffreste fallen, welche ihr mit Schneiderei zur Rüstung verarbeiten könnt. Nehmen wir nun mal an, ihr seid auf Level 90 und ihr fragt euch, was kommt jetzt? Ihr könnt euch sicher sein, in WoW fängt der Spaß mit Level 90 erst richtig an. Ihr könnt bereits mit Level 15 in Instanzen eintreten. Dort geht es darum, sich in einer Gruppe durch eine questbegrenzte, lineare Instanz durchzukämpfen. Meistens ist man dabei auf niedrigen Level zu fünft in solchen Instanzen unterwegs. Mit einem Tank, der die Aufmerksamkeit der Monster auf sich zieht und den Schaden einsteckt. Einem Heiler, der sich größte Mühe gibt, alle am Leben zu halten. Und noch drei sogenannten Damage-Dealern, die den Monstern geben, was sie verdienen. Damit eine Instanz gut funktioniert, müssen die einzelnen Mitglieder einer Gruppe stets aufmerksam koordiniert sein. Auf höheren Leveln gibt es die eben erklärten Varianten in etwas größer mit 10 oder 25 Teilnehmern. Aber wenn ihr jetzt noch denkt, immer nur gegen Monster kämpfen ist doch langweilig, da habe ich die Lösung für euch, beziehungsweise hat Blizzard da die Lösung für euch in World of Warcraft. PvP, also das Duellieren gegen andere Spieler, ist ebenfalls möglich. Dafür gibt es dann entweder Arena, wo man in 2-, 3- oder 5er-Teams gegeneinander antritt, oder die sogenannten Schlachtfelder, auf denen man Allianz gegen Horde größere Teams gegeneinander antreten lässt. Im Arathi-Becken müsst ihr Basen erobern und verteidigen, in der Kriegshymnenschlucht ist es Capture the Flag, im Auge des Sturms müsst ihr beides kombinieren und zu guter Letzt das Töten von computergesteuerten Gegnern im Alterac-Tal. Ihr seht also, WoW ist ein großes und vielseitiges Spiel. Es ist nicht verwunderlich, dass einige dort Stunden über Stunden verbringen, denn es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken. Kommen wir zu einem anderen Renner von Blizzard Entertainment. Das ist StarCraft. Es ist ein rundenbasiertes Echtzeit-Strategiespiel und anders als in Warcraft oder WoW taucht ihr in StarCraft in eine futuristische Welt ein. Es gibt dort drei verschiedene Rassen. Die Terraner, Nachfahren einer von der Erde entsendeten Kolonisierungsexpedition. Sie errichteten drei Kolonien, die sich zu den Machtzentren der einflussreichsten Organisationen im terranischen Raum entwickelten. Die Terranische Konföderation, das Kel-Moria-Kombinat und das Omoyanische Prektorat. Innerhalb der Kolonien gibt es natürlich auch Konflikte, denn was wären Menschen, wenn sie nicht ab und zu ein bisschen an bereits bestehenden Systemen zu meckern hätten? So gibt es auch in StarCraft Revolutionen und Aufstände. Die größte Gefahr kommt jedoch von außerhalb, die sogenannten Zerg, eine Alien-Rasse, die als Schwarm agiert. Die Zerg sind keine eigenständig denkenden Lebensformen, sondern werden von einem sogenannten Overmind kontrolliert. Das einzige Ziel der Zerg ist die Vernichtung der Protoss. Die Protoss sind eine Alien-Rasse, die sich aufgrund ihrer Psy-Kräfte und fortschrittlichen Technik für unbesiegbar hielten. In dem Glauben, sicher zu sein gegen alle Arten von Feinden, minimierten sie ihre kriegerischen Handlungen. Ein großer Fehler, denn als die Zerg auftauchen, haben sie diesen nichts entgegenzusetzen und müssen erst alte, stillgelegte Waffen reaktivieren. So haben wir nun unsere drei Rassen. Hat man sich für eine entschieden, kann man auch schon loslegen. Es geht nun darum, Ressourcen zu sammeln, Krieger auszubilden und neue Kriegsgeräte zu erforschen. StarCraft hat einen hohen Schwierigkeitsgrad. Dieser kommt durch das Timing. Alle Prozesse benötigen Zeit und sobald man weiß, wie lange welcher Prozess dauert und wie viele Ressourcen man für welche Einheiten braucht, ist man klar im Vorteil. In StarCraft kann man nicht nur gegen KI spielen, sondern auch gegen andere
andere Spieler auf der ganzen Welt. Und so entwickelte sich StarCraft zu einem kompetitiven Spiel, welches große Beliebtheit in E-Sports fand. Denn als sich die Besten der Besten herauskristallisierten, interessierte man sich plötzlich für Online-Übertragungen besonders spannender Matches. StarCraft hatte nun dank der E-Sports vor allem in Südkorea einen Stein im Brett. Während in anderen Teilen der Welt Counter-Strike zu einem der beliebtesten E-Sports-Spielen wurden, hatte in Südkorea StarCraft seinen ganz, ganz großen Durchbruch. Das sind natürlich nicht alle Spiele, die Blizzard Entertainment zu bieten hat. Aber würde ich euch von allen erzählen, säßen wir morgen und übermorgen noch hier. Allein die Diablo-Reihe verdient eine eigene Nerdschule. Man kann sagen, dass Blizzard durch seine großen Erfolge schon zum Kult geworden ist. Es gibt, abgesehen von den Spielen, eine wahre Fankultur, die sich um sämtliche Blizzard-Franchises dreht. Blizzard hat seinen eigenen Kultstatus früh erkannt und hat sogar seit 2005 eine eigene Convention. Einmal im Jahr wird die Congress Hall in Anaheim heimgesucht. Zu Tausenden strömen die Fans herbei, um E-Sports zu schauen, an Cosplay-Wettbewerben teilzunehmen oder die neuesten Versionen ihrer beliebten Spiele zu testen. Ebenfalls vor Ort sind Entwickler der Spiele, denen die Fans bei Fragerunden Löcher in den Bauch fragen können. Es gibt jedes Jahr viele verschiedene Wettbewerbe, in denen die Fans sich kreativ ausleben können. Die aufwendigen Kostüme, Filme, Musik oder Kunst aus allen Blizzard-Spielen werden mit mehreren tausend Dollar prämiert. Man merkt also, Blizzard ist mit seiner Hingabe und Innovation zu mehr geworden als nur einem Spieleentwickler. Um das Unternehmen hat sich ein Tuch des Ruhmes gehüllt und jedes neue Spiel wird sehnlichst von den Fans erwartet. So war es auch bei den beiden neuesten Spielen, Hearthstone, einem auf Warcraft basierenden Kartenspiel, und Heroes of the Storm, einem MOBA-Game mit spielbaren Charakteren aus allen Franchises. Und 2016 wird's nochmal krasser, denn da kommt der erste Warcraft-Film auf die große Leinwand. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen und die Fans müssen nur noch circa ein Jahr auf den Film warten. Das war's dann auch mit der Nerdschule. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und habt jetzt vielleicht Lust, das ein oder andere Blizzard-Spiel mal wieder auszupacken und drauf loszuzocken. Wie hat euch diese Nerdschule gefallen? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, hier oben könnt ihr noch zwei weitere Nerdschulen gucken. Hier unten auf dem blinkenden Schwert könnt ihr uns abonnieren. Lasst uns doch gerne einen Daumen da, wenn euch das gefallen hat, und teilt das Video. Das wird uns ungemein helfen. Alles Weitere in der Videobeschreibung. Boah, das war jetzt aber auch ein Brocken, ne, Ole? Ja.